Wir möchten euch eine Balkonkabine auf der Mein Schiff 7 zeigen. Hier am Beispiel der 7006. Und kommt mal mit rein, dann seht ihr direkt, warum diese Kabine auch etwas Besonderes ist. Wir sehen es direkt daran, dass beim Reinkommen auffällt, es gibt eine Glasbalkontüre. Das zweite Fenster ist weggefallen und wir sehen auch daran sofort, dass es sich um eine Kabine mit einer Sichtbehinderung handelt. Wir sind hier vorne auch noch im Bugbereich, deswegen gibt es hier die Stahlwand. Aber im Gegensatz zu anderen Kabinen mit Sichtbehinderung haben wir hier auf der zweiten Hälfte zumindest einen komplett freien Blick und können wirklich dann auch noch den Blick entsprechend schweifen lassen und die schöne Aussicht auf den Horizont oder das Meer, was sich gerade anbietet, genießen. Der Balkon ist 5 bis 7 Quadratmeter groß, je nach Lage der Kabine auf dem Schiff. Und es befinden sich auf jeder Balkonkabine standardmäßig 2 Stühle, die man einstellen kann mit der Rückenlehne, dass die auch ein wenig kippbar ist. Es gibt einen Fußhocker und einen Beistelltisch. Und wenn man sich in einem Raucherbereich befindet, es wird ja irgendwann mal getrennt, dann befindet sich auch der Aschenbecher hier noch draußen. Ein Vorteil auf dieser Kabine ist, dass diese Stahlwand natürlich einen sehr guten Windschutz bietet. Das heißt, wenn man so eine Frostbeule ist wie ich, dann kann man sich hier trotzdem mehr draußen noch aufhalten und das genießen, weil einfach der Wind nicht so reingedrückt wird. Jetzt kommen wir zu der Ausstattung der Balkonkabine. Es wird immer ein Sofa geben. Die Kabine ist ausgelegt für bis zu 4 Personen. 1 bis 4 Personen, je nachdem, wo man sich eben auf dem Schiff befindet. Und dieses Sofa kann als Schlafsofa genutzt werden. In dem Falle befindet sich dann auch das Bettzeug schon direkt unter dem Sofa. Gegenüber vom Sofa ist der Schreibtisch. Hier gibt es ein paar kleine Änderungen gegenüber den anderen Schiffen auf der Mein Schiff Flotte. Das sind Kleinigkeiten, aber der Schreibtisch hat jetzt eine etwas andere Form. Das Tischbein hier ist noch ein wenig verändert worden. Das wirkt jetzt etwas luftiger. Und ansonsten befinden sich aber auch hier der Föhn mit der Besonderheit, dass man hier den ganzen Griff jetzt umfassen muss, wenn man sich föhnen möchte. Denn auch wenn es hier über Knöpfe verfügt, die die Stellung behalten, so geht der Föhn dennoch nur, wenn ihr ihn eben komplett in der Hand habt und umschließt. Darüber hinaus sind eben 5 weitere Schubladen zur Verfügung als Verstauraum. Die Kaffeemaschine befindet sich hier mit entsprechendem Geschirr. Was für die Mein Schiff Flotte natürlich auch ganz bekannt ist, ist die Wasserkaraffe, mit der man sich an den Aufzügen das Wasser schon holen kann für die Kabine. Das ist ein sehr nachhaltiges Konzept und wenn man mag, kann man sich auch energetische Edelsteine hinzufügen. Die Kaffeekapseln sind jetzt mit einer neuen Partnerschaft und wenn ihr hierüber mehr Informationen haben möchtet, warum man das gemacht hat und was so besonders ist an diesem neuen Partner, dann kann man einfach über den QR-Code alle Informationen bekommen, die man noch erlangen möchte. In dieser Kabine ist standardmäßig auch ein Doppelbett enthalten. Über dem sind 2 weitere Verstaufächer, ein paar Ablageregale, einmal neben dem Staufach, einmal hier unter dem Staufach und ein Beistelltisch mit dem Telefon und 2 weiteren Schubladen. Dann haben wir einen großen Schrank, in dem wir Sachen aufhängen können oder eben ablegen können, sowie einfach, was sich bestens eignet, um Schuhe direkt unterzubringen. Der zweite Schrank ist immer über Eck und hier befinden sich die beiden Bademäntel sowie weitere Ablagefächer, Ablagekörbe und auch der Safe, der ja auf jeder Kabine standardmäßig enthalten ist. Es ist immer auch ein bodentiefer Spiegel auf jeder Kabine. Das ist hier jetzt an der Wand. Wenn man eine Kabine mit Verbindungstüre hat, dann ist das in der Regel dann an dieser Verbindungstüre. Das Bad ist standardmäßig ausgestattet mit einer Dusche, einem WC, einem Waschbecken und einer Schublade zum Verstauen sowie einem
Ablageregal noch unten und zwei an der Seite. Dazu gibt es auch noch einen Vergrößerungsspiegel, den man natürlich nutzen kann, um sich auch zu schminken oder näher heranzukommen. Diese Kabine ist also mehr als ausreichend für eine Kreuzfahrt, wenn man eben es liebt, morgens schon einen Kaffee auf dem Balkon zu genießen oder auch einfach mal checken möchte, wie ist denn das Wetter heute, wie fühlt sich das an, wie windig ist es, wie warm. Ja, und man kann hier sehr wunderbar seine Tage und auch Abende genießen und hat dann eine fantastische Zeit, um sich auch mal zurückzuziehen an Bord.